Ihr habt, meine lieben Freunde. Heute haben wir was mal ganz anderes, und zwar die Alice vom Spiel Nike. Ich kenne das Spiel nicht, ich kenne den Charakter nicht. Ich kenne das Spiel und den Charakter. Und deswegen viel Spaß mit dem Unboxing. Ja, du hast das ja gekauft, also viel Spaß, ja, Manuel. Bitte. Tschüss. Tschüss. Boah! Ja. Das wäre auch zu schön gewesen, wenn es einfach so mal so ein richtig geiler Move wird. Ne? Cool war ja, wenn du einen so einen Schnitter machst und alles fällt auseinander. So. Und auf einmal. Würde ich schon feiern. Aber ich auch, ne? Für alle, die mir Fanpost schicken wollen, da drauf stand meine Adresse, ne? Aha. Ich finde das Schachtelformat mal recht interessant auch, ne? Recht klein und... Das haben wir aber schon mal irgendwo gehabt. Irgendwo hat man sowas schon mal, ja. Stürzen. Sehr, gell? Stürz mal. Wie bist du eigentlich drauf gekommen, dass du die kaufst? Ah, da reden wir jetzt am besten einfach nicht drüber. Nach meiner Narkose habe ich die gekauft, in meinem komischen Zustand. Fragt mich nicht, warum. Bist du glücklich? Das werden wir dann sehen, wenn ich sie ausgepackt habe, ne? Oder? Ja. Flaps. Es ist nicht die Naked-Variante dabei, das ist schon mal gut. Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu unserem Special Unboxing. Ja. Wieso Special Unboxing? Ja, weil PC- oder Spielcharaktere hat man noch keine. Von irgendeinem Spiel. Na? Was jetzt rein nur Spiel ist. Weil alles, was da ist, ist zwar auch in einem Spiel, in irgendeinem Hut, oder, aber kein speziell jetzt nur. Handy-Mobile-Game oder sowas, ja. Das stimmt. Und das ist jetzt special, weil es ein Handy-Mobile-Game ist. Ja, wie gesagt, ich kann nicht viel dazu sagen. Ich habe das Spiel bis dato nicht gekannt. Von dem her auch nicht den Charakter. Ich habe mir jetzt da ein paar Bilder im Internet angeschaut, dass ich zumindest sagen kann, ob die akkurat dargestellt wird. Ja, sie ist süß, sie ist auch schön gemacht. Das mit der Base finde ich auch recht cool. Was ich ein bisschen unnötig finde, dass die Sachen bei der Base so ausgehen, weil das raubt, finde ich, unnötig Platz. Ich werde sie ausbauen, glaube ich, wenn dann. Ja. Ohne hinstellen, ja. Nein. Sieh, das fällt ja nicht auf. Der Zaun ist aus Plastik, was in dem Fall aber okay ist, weil ich wüsste das aus Resin machen. Da hätte maximal noch Sinn gemacht aus Metall, aber okay, komplett wurscht.
Die Waffe ist auch aus Plastik. Waffe ist auch aus Plastik. Da muss ich sagen, da hätten sie ein bisschen besser verarbeiten können, finde ich. Weil so wie es Zielvisier, ja, ist, finde ich, recht lieblos, weil ja, da ist kein Glas drin oder auch nicht zumindest so bemalt, dass du sagen könntest, das wäre Glas, es ist einfach grau innen. Dass da vorne kein Loch drin ist, finde ich auch ein bisschen uncool. Aber gut, das ist jetzt mein Empfinden, weil ich sehr pingelig bin. Aber die Figur an sich haben sie wirklich sehr detailliert und schön gemacht, finde ich. Haben sie gut getroffen, ne? Ja, absolut. Also ich habe den Charakter ein, zwei Mal ausgewählt in diesem Handyspiel, in diesem Mobile-Game, Goddess of Victory oder wie das heißt, also Nike. Und anscheinend habe ich die dann in meinem Zustand bestellt der Narkose. Ich habe extra damals der Ärztin gesagt, sie soll mir mein Handy nicht geben. Dann ist ein anderer Arzt reingekommen, den habe ich gesagt, gib mir mein Handy. Und der hat mir mein Handy gegeben und ich habe in meinem Halb-Narkose-Zustand noch diese Statue bestellt. Wollte sie dann eigentlich auch abbestellen wieder. War mir dann aber irgendwie dann zu blöd, damit FNC zu kontaktieren und habe gedacht, ja, für das Geld sollen sie mir die schicken, ist ja egal. Im Nachhinein finde ich sie doch ganz cool eigentlich, muss ich sagen. Jetzt nicht ultra aufregend oder spannend, aber doch, ja. Weiß ich nicht genau, warum. Es ist halt einfach passiert und sie wurde bestellt. Und jetzt bin ich aber auch nicht so traurig, dass ich sie bestellt habe. Ich finde, sie ist gut geworden. Wie gesagt, Mario hat das auch schon erwähnt. Sie ist halt doch sehr nah an dem Original. Egal, ob jetzt vom Gesicht oder vom Körper und so weiter. Dass die jetzt eben die Waffe jetzt nicht ultra detailliert ist und so, das stört mich jetzt nicht so. Ja, ist jetzt nicht über Manko, dass du sagst, oh mein ja. Gott. Aber das wären jetzt so Punkte gewesen, was ich ja persönlich kritisieren würde, unter Anführungszeichen. Ja, ist jetzt aber nicht, das sagst du, das ist scheiße. Ne? Ja, aber die Base finde ich ganz cool, auch eben auch das mit den Spießen, da ist ein bisschen useless. Aber so mit der witzigen Dose da oben und ein bisschen, also sie haben ein bisschen kleine Details eingefügt einfach. Ja. Das ist Metall, hast du gesagt, gell? Ja. Die Dose, ja? Ja, irgend so eine Art. Das ja, schon. Ja, ist irgendwie ganz cool und ja, wird schon seinen Platz finden in der Sammlung irgendwo. Das ist auf jeden Fall ein Charakter, das wird es ein bisschen auflockern. Erstens einmal durch das ganze Pink-Rosa und ja, warum nicht? Dann zur Limitierung, da war wieder so ein Kärtchen dabei, hast du es abgefilmt? Ja, ne? Vorne der Charakter drauf, Rückseite steht einfach nur Alice drauf und das Cellulite, oder wie das heißt, Studio, Cellulite-Studio. Hat die damals Cellulite? Eigentlich nicht, sehen tut man nix. Es sitzt die Nummer 144 von 198. Es gab dazu auch eine AX-Version, die war mit Naked Body irgendwie zum, und einer anderen Base noch zum Auswechseln. Mensch, der VD ist bestellt in deiner Umnachtung. Die habe ich anscheinend nicht bestellt, zum Glück. Na, brauche ich auch nicht. Ich finde es ja so ganz cool. Schau eigentlich ganz cool aus. Sieht halt, ist es halt eine sehr kindliche Person einfach, ne? die Alice. So was wie 12 oder sowas. Ne? Also vom Gesicht her. Der Rest sieht nicht aus wie von einer 12-Jährigen. Ja, lassen wir das Thema einfach. Du machst viel Spaß mit den schönen Aufnahmen jetzt im Nachhinein. Ja, danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Video. You're up. You're up.